Die Gruppe von Hackern, die kürzlich Insomniac Games, den Entwickler von Marvel Spider-Man, angegriffen hat, hat ihre Drohung wahrgemacht. Innerhalb von 7 Tagen, nachdem Sony offenbar abgelehnt hatte, ihre Forderungen von 50 Bitcoins oder rund 2 Millionen US-Dollar zu erfüllen, haben die Hacker begonnen, vertrauliche Daten zu veröffentlichen. Gemäß den Informationen von Cyber Daily hat die Ransomware-Gruppe Ryseda 1,67 Terabyte an Daten veröffentlicht. Diese umfangreiche Menge besteht aus über 1,3 Millionen Dateien und enthält eine Vielzahl von Inhalten wie Videos und Bildern, die einen Einblick in das bevorstehende Spiel Marvel's Wolverine geben. Darüber hinaus sind persönliche Mitarbeiterinformationen und sogar ein Vertrag, der von Marvel und Sony für zukünftige Projekte unterzeichnet wurde, in den veröffentlichten Daten enthalten. Und über diese Pläne möchte ich in diesem Video sprechen, also lass uns keine Zeit mehr verlieren, let's go! Unter den veröffentlichten Informationen befindet sich eine Folie, die eine Liste der kommenden Spiele von Insomniac preisgibt. Die geplanten Veröffentlichungen sind Marvel's Venom im Jahr 2025, Marvel's Wolverine erst im Jahr 2026, Marvel's Spider-Man 3 im Jahr 2028, ein neues Ratchet & Clank im Jahr 2029, Marvel's X-Men im Jahr 2030 und eine unbetitelte neue IP im Jahr 2031 bzw. 2032. Wie bei allen Informationen, die im Rahmen des Datenlecks bekannt wurden, kann sich auch diese Liste natürlich ändern. Eine weitere Folie zeigt eine erweiterte Roadmap mit mehreren X-Men-Spielen und einem zweiten neuen IP-Spiel, das im Jahr 2035 veröffentlicht wird. Auf einer anderen Folie werden die Multiplayer-Spiele von Insomniac detailliert beschrieben, darunter Spider-Man 2 Online für 2024, Wolverine Online für 2026 und X-Men Online für 2028. Diese Veröffentlichungspläne sind möglicherweise inzwischen veraltet. Die Lizenzbedingungen für X-Men sind ebenfalls ausführlich dargestellt. Das Entwicklungsbudget für jedes Spiel beträgt 120 Millionen US-Dollar, wobei 30 Millionen US-Dollar für die Vermarktung vorgesehen sind. Alle X-Men-Spiele sollen bis 2035 erscheinen und PlayStation-Konsole sowie PC sind als Plattformen aufgeführt. Das Venom-Spiel von Insomniac wird als Venom Lethal Protector detailliert beschrieben und knüpft an die Ereignisse von Spider-Man 2 an, die zu Spider-Man 3 führen. Es scheint, als wäre Venom für Spider-Man 2 das, was Miles Morales für Spider-Man war, und bietet ein eigenständiges Erlebnis von 8 bis 10 Stunden. Ein Veröffentlichungsfenster für das zweite Quartal 2025 wird genannt, ebenso wie ein Preis von $50. Eine andere Folie deutet darauf hin, dass Spider-Man 3 in 2 Teilen erscheinen könnte, wobei Teil 1 für die Feiertage 2027 und Teil 2 für die Feiertage 2028 geplant ist. Der Multiplayer soll zusammen mit Teil 1 erscheinen. Aber auch diese Pläne sind möglicherweise inzwischen veraltet. Ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Tagen bzw. Wochen auch noch weitere Informationen erhalten werden. Dennoch sollten wir diese Informationen mit Vorsicht genießen. Das waren die bisher bekannten Leaks. Wenn ihr also nichts zum Thema Insomniac Games oder zum Spiel Spider-Man verpassen möchtet oder generell keine News von Marvel verpassen möchtet, dann abonniert gerne Marvel Fan Universe. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschaußen!